Willkommen zurück, meine lieben Freunde. Ich bin's, euer Odo. Und wir sind hier wieder bei unserer Europa Universalis 4 Partie. Und wir haben uns das letzte Mal überlegt, was könnten unsere nächsten Schritte sein. Und einer unserer vorrangigen Ziele ist es ja, das Heilige Römische Reich etwas besser auszustatten. Und ich glaube, wir könnten rein theoretisch es riskieren, mit Dänemark einen Krieg zu führen, um Holstein wieder ins Römische Reich einzufügen. Und vielleicht können wir sogar Schleswig einbauen ins Heilige Römische Reich, was weiß ich. Dafür müssten wir aber einen Krieg mit ihnen führen. Weiß ich nicht, ob ich das machen will. Also nicht, wie nah komme ich mit meinen Truppen dort eigentlich ran? Komme ich daher? Nein. Und wenn wir dann Krieg führen, komme ich natürlich dorthin, weil wir durch das Gebiet des Heiligen Römischen Reichs durch dürfen. Die 11.000 bleiben auf jeden Fall da. Um zu schauen, falls Venedig kommt. Aber hier haben wir noch 13.000 beziehungsweise 7.000. Ach ja, ach ja. Ja, das machen. Kommen wir da durch? Nö. Muss man zuerst Krieg erklären. Dann können wir durch. Wir haben sogar 1700 Leute derzeit auf Reserve. Bist du irre? Das ist echt ein Problem, dass wir so wenig Manpower haben. Und wir können auch nicht diese Leute dazu bringen, dass sie uns mehr geben. Ja, wobei sie hassen uns nicht mehr. Vielleicht geht es das auch mit der Manpower wieder besser bergauf. Das könnten sie uns gleich wieder hassen, wenn wir das machen. Minister 15. 15 raufgehen, dann sind wir auf 80%. Aber ja, machen wir. Und erklären wir den Krieg an Dänemark. Und da holen wir uns die Leute zurück. Holstein. So, wir könnten sogar Polen davon überzeugen, dass sie mitmachen. Was hätten die denn für Land? Was hätte Polen gern für Land? Da drüben. Ist das überhaupt was Dänisches? Es gehört den Teutonen. Ich meine, die verlangen nicht einmal was von Dänemark. Was soll ich denen schenken? Oder vielleicht keine. Keine polnischen Truppen. Wie viel Trust haben wir mit denen? Und zwei Favors, wow. Jetzt sind wir noch nicht lang verbündet. Ist Dänemark eigentlich ein... Nein, ist es nicht. Aragon. Ah, wir sollten gegen Aragon vorgehen.
sind echt doof. Können wir hier natürlich nicht, weil wir da kein Aragon-Gebiet sehen. Können wir Aragon durch Dänemark ersetzen? Nein, Dänemark kann man leider nicht reinhauen. Gut, ich speichere mal ab, bevor ich diese Kriegserklärung mache. Und jetzt? Keine Ahnung. Ich glaube mal Krieg. Unsere Forts sind zwar abgedreht, aber sobald wir den Krieg erklären, drehen sie sich eh automatisch auf. Genauso wie die Truppen automatisch auf den vollen, auf die volle Stärke gehen. Im Endeffekt sollten wir dann in der Lage sein. Ja, vergessen wir mal Polen. Ich hoffe, wir brauchen Polen nicht. Wir haben eh Böhmen und Urbino auch auf unserer Seite. Ja, Friesland, Friesland, Friesland. Wir müssen Friesland rausholen aus dem Krieg zunächst einmal. Wir brauchen nämlich eh Geld. Wir müssen möglichst schnell Friesland rausholen. Vielleicht dann doch nicht so gut, dass wir das abgedreht gehabt haben bis zum Schluss. Ferrara hat uns diplomatically insulted. So, warte mal. Du, nimm mir doch bitte ihn mit. Und dann schauen wir mal, ob wir dieses Gebiet hier nicht irgendwie erobern können. Wo sind die friesischen Truppen eigentlich, frage ich mich gerade. Friesland hat etwa 6000 Mann oder so irgendwie. Ich meine, versteht es mich nicht falsch, es stört mich nicht, dass sie nicht da sind, aber das irritiert mich halt ein bisschen. Yay, Geld. Hier holt euch dieses Gebiet hier. Böhmen, du darfst ruhig Richtung Holstein gehen. Ich habe da kein Problem. Dänische Schiffe. Dänemark wird hier irgendwo anlanden wahrscheinlich und versuchen uns da rauszuwerfen. Was wir versuchen werden ist folgendes, wir werden versuchen da bis zur Hauptstadt zu kommen, wenn geht, oder zumindest den Teil da besetzen.
Holsteine ist immer ganz wichtig, das machen wir als erstes. Sag mal, hast du aufgedreht, dass sich die Leute zu dir begeben sollen? Nein. Ausgezeichnet. Groningen ist Geschichte. So, was machen diese Schiebernakeln hier? Verstehe ich nicht. Gut. Hey, die Böhmen haben einen besseren Siegschlieder gebracht. Finde ich gut. Finde ich gut. Hey, das sind 1000 Mann. Los, Ulrich, töte! Ja, diese 1000 Typen da rumstehen hat. Oh, we have taken a loan. Na super. Das heißt, wir, wir kriegen noch mehr Schulden im Endeffekt zusammen. Papst hat Dänemark als Papst-Controller gewählt. Finde ich nicht gut. Apropos Papst. Wir sollten uns den Papst wieder ein bisschen reinschleimen. Genau, wir haben da hier eine positive Sache. Außerdem sollten wir versuchen, mehr Einfluss auf den Papst zu kriegen. Warte mal, da kommen, oh, da kommen 14.000 Mann. Gut, 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 gut. Wann sind die da? Am 1. Jänner. Wir sind da am 4. Jänner. Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Hauptsache wir haben mal Holstein. Autsch. Hey! Wir haben noch einen Kardinalsitz. Finde ich gut. Sie haben den besseren Anführer, wahrscheinlich auch die besseren Truppen. Nein, die besseren Truppen haben wir. 3,8 Moral zu 3,6. Und wir haben den besseren Fire General. Das verlieren wir trotzdem. Mal daher. Und tun so, als würde uns das nichts angehen. Warte mal, Country at War, nein, das brauchen wir nicht sehen, das weiß ich eh. Ja, gar nichts machen.
So, zu euch sollen diese anderen Typen kommen. Ja, Disease Outbreak, das ist super. Und wir können da nicht mehr verbessern. So, ihr 10.000 Maxeln. Geht's mal daher. Wo sind die? Ah, da ist Friesland. Schaut was an. Könnten bitte da weniger Leute von euch da rumhängen? Das ist nur ein blödes Einser vor. Es ist echt nicht notwendig, dass da 300.000 Leute rumhängen. So, schaut besser aus. 12.000, 4.000 Mann. Ah, das sind die. Das sind seine Truppen. Da sind die 12.000 Schweden. Sollen wir versuchen? Kleinere Truppen auseinanderzunehmen? Nein. Sollte jetzt eigentlich eh aus dem Krieg ausscheiden. Na super, los, 5 Prestige. Ist eh klar. Wäre auch zu einfach gewesen. Yay. Können den zweiten Punkt nehmen. Bessere Diplomatic Relations. Eins noch. Und dann investieren wir wieder in Diplomatie-Technologie. Wer ist das? Norwegen. Wäre schön, wenn wir dieses Fort endlich nehmen würden. So, schauen wir mal, ob wir dieses Fort einnehmen können da. Das wäre supi. Das wäre echt spitze. Was mit denen? Kommen die da weg? My Archduke, those underhanded rogues in France have the gall to claim Hennegau. Ist mir wurscht. Okay. Könnten wir bitte dieses Siege endlich gewinnen?
wäre echt wichtig. Wie lang dauert denn das da? 30 Tage. Was machen diese Typen? Wo rennen die rum? Die rennen rum wie aufgeschreichte Händler. Tausend denen, die in Richtung Breisgau rennen. Was sind das für komische Truppen? Was machen die alle da? Ach, weh. Aber immerhin. Wo sind die denen? Wo sind die hingerannt? Da unten waren 4000, aber wo ist der Rest? Oh, ich habe da nochmal 11.000, sehe ich gerade. Und zwar noch dazu einen guten Anführer. Gut, die Friesländer greifen wir natürlich nicht an. Ich schau mal, ob wir da Olmütz attackieren können. Da sind noch mehr Truppen von ihm. Ich weiß nicht genau, wo die da alle rumrennen und warum die da rumrennen. Der Computer ist ein bisschen dämlich manchmal. Könnten wir bitte nicht Defenders Desert haben, sondern einfach nur Menschen, die aufgeben? Und wenn diese Defenders wenigstens unter 500 fallen würden, dann hätten wir wenigstens das Plus 1 von dem Vor auch noch weg. Gibt's ja wohl nicht. Ah. Okay. Bleibt's bitte da. Haar. Sehr ärgerlich. Ach Gott sei Dank, die Dänen hauen ab. Die sind offensichtlich besiegt worden in der Schlacht. Oder auch nicht. Wir sind besiegt worden in der Schlacht. Finde ich okay. Also weiß ich nicht, ob ich es okay finde, aber kann ich jetzt auch nichts machen dagegen. Könnten wir bitte endlich dieses Fort knacken? Ach Gott, bitte. Wie lange haben wir jetzt schon eine 50-prozentige Chance dort drüben? Hey, plus 1 Goldproduktion in Tirol. Finde ich gut. Das Geld brauchen wir eh. Haben wir dringend notwendig. Es ist ja dieses Ding da mit dem schlechten Anführer schneller als da unten mit dem guten.
es ja wohl nicht. Die sind total unfähig, unsere Leute. Komm schon. Fällst du bitte endlich Friesland? So, dritte Belagerung. Da sind 310 Maxeln drinnen. Das sollte ja wohl halbwegs flott gehen dort. Alle 33 Tage. Schweden. Gott sei es gedankt, wir haben das doch noch erobert. So, Transfer Trade Power. Außerdem hätte ich gern all dein Geld. Und ich hätte gern Prestige. Rivalry with Lübeck. Macht er nicht. Braucht das Transfer Trade Power, das brauchen wir da eh nicht. Und beende dann Dings mit denen. Military Access, Military Access, Military Access, Alliance. Bringt uns 7 Prestige, na immerhin. Und kostet uns sonst nichts. So, diese 7000 Mann. Bewegen Sie jetzt mal daher. Du bitte nimmst mir den Friedrich mit. Damit wir da oben auch einen besseren Anführer haben zum Belagern. Na, schau was an. Und schon jetzt besser. Oh, wir haben noch einen. Wir haben noch einen 14er gewürfelt. Das heißt, wir haben 2 Wall Breaches gehabt. So, wir müssen unsere Diplomaten einsetzen. Wo schicken wir die Diplomaten hin? Nach Urbino. Ach, schau das an. Da sind 4000 Dänen. Das ist ja lustig. Du hier, holst mir bitte holst mir den Herrn Hatzfeld und lass mal da runter. Das wäre doch gelacht. Oh wow, das ist ja schon urweit. Ja, ja, okay, das war recht. Was machen diese 13.000? Die gehen nach Wismar. Genau, quer durch Europa. Ah, mich aber auch. Also so gesehen brauchen wir uns dann nicht aufregen darüber, dass das andere machen.
Yay, da sind wir sogar schon ein bisschen weiter. Wieso sind wir da jetzt auf... Achso, wir sind auf 42% schon. Bist du irre? Das ist aber nicht schlecht. Da haben wir einen Disease Outbreak gehabt. Truppen, wo seid ihr? Oh, wir haben eine Schlacht gewonnen. Wir sind offensichtlich irgendwo in denen geraten. Puh, warum haben wir diese Schlacht gewonnen? Sicher nicht, weil wir so gut waren. Einfach weil wir Glück hatten und die Dänen abgezogen sind. Ich sollte irgendeine Meldung kriegen, dass da irgendjemand daherkommt und unsere Leute angreift von irgendwo. So, mit wem machen wir wieder bessere Beziehungen? Mit Milan vielleicht? Wir haben noch immer keinen Erben, oder? Nö, das wird nichts mehr. Expiring Casus Belli. Stop, stop. Norweger. Elende Norweger. Die da. So, hier geht's mal daher. Wieso können wir da nicht hin? Ah, verdammt. Weil das nicht im Heiligen Römischen Reich ist. Das schaut nur so aus, als wäre es unseres, aber es gehört dem Papst. Sehr ärgerlich, sehr ärgerlich. Warte mal, warte mal, warte mal, das sind nochmal 8000 Mann. Okay, du gehst wieder zurück. Ihr 2000. Scorched Earth. Und geht in diese Richtung. Schauen wir mal, vielleicht kommen wir ja davon. Am 8. März, am 15. März. Diese 2000 Mann, glaube ich, werden gegrillt. Das ist interessant jetzt gewesen. Wieso greifen uns die nicht an? Wo sind diese Dänen hin? Da waren gerade doch noch denen. Wo sind die hin? Interessant. Okay, muss ich nicht verstehen. Ah, das sind die denen, die geflohen sind. Das ist ja lustig, oder schön eigentlich ist es vor allem. So, Herrschaften an dieser Stelle machen wir wieder Schluss für heute. Das nächste Mal werden wir hoffentlich diesen Krieg beenden. Ha, der Feigling schon flieder.
zwar Richtung Arezzo. Diese 4000 Mann machen wir aber fertig. Gehen auf jeden Fall mal nach Firenze. Der kommt dann nicht mehr weg. Weil durch Romagna kann er nicht gehen. Der muss an uns vorbei. Mhm. Herrschaften, bis später. Schlaft gut und träumt was Schönes.